Yes, heute machen wir ein neues Video. Heute probiere ich mal ein bisschen die Insta360, also Insta360 ist die GoPro Max. Mal ausgeborgt vom guten Philipp, vielen Dank. Und jetzt mache ich ein Probefahrtvideo zum Dunlop Sport Smart TT oder TT oder wie ihr halt wollt. Und bin sehr gespannt, weil der Reifen hat schon eine ziemlich geile Flanke, was ich so im Statischen gesehen habe. Vorne vor allem steiler als hinten, so wie es aussieht. Und das werden wir jetzt erproben. Ich bin wirklich gespannt. Die ganze Geometrie und Form und Profil schon da geisteskrank aus. Servus, bevor ich das Video jetzt anfange mit dem Fahren, wollte ich mal zeigen, wie der Reifen von der Form aussieht, weil das ist ganz interessant, wenn man das hier betrachtet. Jetzt fokussiert es natürlich nicht den Reifen, aber dann sieht man, dass die Kante, also dass es hier nicht allzu steil wird bei dem Reifen, wie es scheint. Bin ich schon gespannt, wie sich das fährt, weil die bisherigen Reifen waren immer sehr, sehr, sehr steil zum Ende hin und damit kann man sich nicht auf die Kante fahren. Und vorne hatte ich das Gegenteil, während der TT da, schau, ob ich das gut mache mit der Helligkeit, während der TT hier eine ziemlich steile Flanke zeigt, wenn ihr genau da schaut. Schaut sogar brutal steil aus. Jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt der erste Reifen wird, der mir vorne zuerst, hinten zuerst auf Kante geht. Der Diablo Rosso 3 war sehr geil, aber wir werden mal schauen, wie sich der jetzt schlägt. Ich bin echt gespannt auf das Ding. Ja, weil ich so ein Snob bin, steht bei mir die Duke immer am Hauptständer. Wenn ich Kette putze oder so, ist die auch immer auf der Hebebühne am Hauptständer, weil ich gerne aufrecht arbeite und weil ich es kann. Ja, aber jetzt machen wir echt ein Video zum Sportsmart TT. Und das ist so quasi ein Test von der Insta360 auch gleich. Also jeder, der meine Videos regelmäßig schaut, könnt mir gerne ein bisschen Senf dazugeben, wie und ob euch das gefällt. Okay, also jetzt kurz Prä-Video sozusagen. Also das ist lustig, weil die neuen Reifen sich immer, also es war bisher immer so meine Erfahrung, dass die so, wenn du sie legst, immer eher so tendieren in die Kurve zu wollen oder halt, soll ich sagen, diese Sportreifen, die ich bisher gefahren bin, die gerne liegen bleiben, die machen das am Anfang viel mehr als am Schluss, dass sie reinlegen und dann liegen bleiben wollen. Oder vielleicht ist es echt immer der Switch vom Reifen, also es fühlt sich schon mal sehr geil an. Also nur so die niedrige Schräglage, ne? Das darf ich nur nicht vergessen, weil ich hinten ja die 360 oben habe, dass ich da keine Wheelies mache. Ja, schaut gut aus. Bei den ersten Kurven, die ich jetzt gefahren bin, merkt man schon, dass der richtig kurvenfreudig ist, so wie der Power S, so wie der Rosso 3 war auch so. Diablo Rosso 3. Das merkt ihr, wenn ich jetzt auslasse, der will richtig drinnen bleiben und liegt richtig ruhig. Ist ziemlich cool bei dem Bike. Ist auch ziemlich cool bei dem, ich sehe eigentlich bei allen Bikes geil. Weil die Sportler haben meistens so ein Fahrwerk, was so dazu tendiert, dass es eher gerade fahren will und dass man es in die Kurve zwingen will. Und das sind solche Reifen geil, weil dann das Bike eher liegen bleibt. Und bei den Nakeds ist es geil, weil es ihnen ein bisschen mehr Ruhe gibt. Also ich mag das generell sehr gern. Also GoPros sind alle an. Bin hier mal gespannt, wie das aussieht von hinten. Ich bin echt gespannt. Der schief, Alter, das ist so lustig. So, gerne mal Bremsproben mit dem TT. Ja, es geht schon mal gut. Schauen wir, wie die Kurve da sich anfühlt. Ja, er fühlt sich sehr neutral jetzt an. Also die ersten paar Grad war ich direkt ungewohnt vom Reifen, der so abgefahren war. Aber biegt jetzt mies. Weil da spüre ich normalerweise bei dieser Fahrweise schon, dass das Bike ein bisschen marschiert, aber jetzt hält das Fahrrad ein bisschen. Ist so deppert. Boah, geil! Ah, gut, dann nicht. Oha, heftig, okay. So, jetzt kommen die ersten interessanten Kurven. Wie sich der Reifen schräg gefällt. Aber so, da auf diese 20 Grad tendiert er echt so in die Kurve eigentlich rein sogar. Halt schon, da braucht man kein starkes Bike, das man schön überholen kann, okay. Soweit fühlt er sich richtig stabil an. Boah, der fühlt sich richtig gut an, nicht so deppert. Oh, der Glückschicht, oh Gott.
das Ding. Fahren wir es einmal rauf runter. Da habe ich richtig eine Freude mit dem Gummi, der macht richtig Bock. Richtig spockig. Boah, der macht so richtig Freude, die Schräge. Die ist so deppert. Das ist so, ich meine, der M9 war krass abgefahren. Ich kann das jetzt nicht 1-1 vergleichen und ist auch ein bisschen ein anderes Reifenkonzept, aber boah, das Teil ist so deppert. Es ist echt so, ich sag's euch, ich meine, natürlich bin ich im Modus. Aber diese Begeisterung ist nicht gespielt. Ich fühle das wirklich, ich finde es so geil. Das auch gerade. Oh, das Teil liegt Mörder. Bin dann gespannt, wie es mit dem Abfahrprofil ist. Also ob der hinten zuerst draußen ist oder ob er überhaupt auf Kante geht. Ich werde jetzt einmal die Strecke abfahren langsam, dass wir mal ein bisschen runterkommen, mit langkommen. Und da hinten gibt es auch mal ganz schöne Kurven, aber da ist halt viel bewohnt, da wollen wir nicht auf abfahren und so. Und der Grip ist nicht so gut. Ja, die Straße ist schön. Jedenfalls, also erster Eindruck, was mir immer ganz wichtig ist, ist, wie fährt sich der Reifen ab? Das ist bei den 390er mit diesen 150er Reifen, der auf einer Felge ist, die eigentlich für 140er ist. Jetzt merkt man, der Reifen tendiert so rein und dann liegt er dann, also in dieser bisschen Schräglage. Jedenfalls kriegt man diese Reifen sehr selten auf Kante. Also der einzige, der da wirklich schön auf Kante ging, war echt der Diablo Rosso 3 und der war nach schon 4.000-5.000 Kilometer unten und das auf einer 390er, wo andere bei mir 10.000 Kilometer halt mit meiner Fahrweise. Boah, der ist so deppert, Alter. Der will so richtig rein, aber er vermittelt extrem Sicherheit gerade. Also ich fühle mich sauwohl mit dem Reifen gerade. Ich muss aufpassen, weil jeder Reifen kann rutschen halt, ne? Und es ist vielleicht kein gutes Omen, aber wenn ich es anspreche, ist es das schon. Ich bin mit genau diesem Reifen auf der R6 gestürzt. Das liegt sicher nicht am Reifen, sondern da habe ich sicher einen Fahrfehler gemacht, einen schlechten, einen groben. Welchen genau, weiß ich leider nicht. Ich schätze mal, zu schnell gefahren, zu spät gebremst und nass und irgendwas anderes und dann stürzt man. Oder man kann auch Pech haben. Aber halt prinzipiell, ich werde gut aufpassen mit den Reifen. Es ist halt kein Nassreifen. Und ja, aber er fühlt sich super an und man muss halt natürlich, achso, wegen Service, welchem Warndreck. Und man muss halt mal schauen, wie sich das Ding anfühlt. Aber dabei muss ich sagen, fühle ich das Ding sehr. Sehr, sehr. Ah ja, genau. Was ist mir wichtig? Wie er sich abfährt, also wie sich das Profil abfährt. Heißt, ist er zuerst vorne auf Kante? Ist er hinten auf Kante? Wie verhält sich das? Dann, das eigentlich das Wichtigste ist, wie ist das Einlenkverhalten? Oder das ist eigentlich das Zweitwichtigste. Und das Wichtigste für mich ist dann natürlich Einlenkverhalten, wie ist der Grip, wie fühlt sich der Reifen an? Und was mir auch nicht unwichtig ist, ist auch, wie lang hält er. Weil ich habe einerseits keine Lust für die Reifen, unglaublich viel Geld auszugeben. Wer will das schon? Und andererseits möchte ich nicht dauernd Reifen tauschen, das ist auch lästig. Und mit einer 390er hat man halt den Vorteil, dass das generell eher langlebiger ist. Da kann man jetzt nicht mehr überholen, dann lass mal fahren. Und dementsprechend ist mir das wichtig. Also ich werde euch auch die Profiltiefe jetzt mal einblenden, die ich nach der Fahrt gemessen habe. Also neuwertig. Und dann auch dazu sagen kurz, ob das vergleichbar ist, das könnt ihr selber feststellen. Es gibt Reifen, die werden echt mit wenig Profil geliefert, aber üblich ist so vorne 3-4 mm und hinten 5-6. Aber 6 ist schon ziemlich viel. So, schauen wir mal, wie er sich da anfühlt. Das ist ja eine ziemlich anspruchsvolle Kehre. Boah, soweit sehr gut. Sehr angenehm, ein bisschen deppert. Müsst ihr euch denken, das ist halt die erste Fahrt mit dem Gummi und er fühlt sich hier richtig stabil an. Ich kann es mir sofort. Da, Kreuzung, da müssen wir schauen. Ah, nie down und so, machen wir jetzt dann mal jetzt schön langsam, aber da werden wir dann auch mal probieren. Das heißt, in den rechts, da fühle ich mich wohler mit nie down. Nur von der Kippe. War noch nicht so weit. Und die Bremse geht so gut, die ist einfach. Ui, G6er.
Da haben wir jetzt halt das Auto vor uns. Oh, der Quickshifter macht Bock, bis du deppert. Boah. Wie gut er bei hoher Drehzahl geht, Digga. Geisteskrank. Ach, der Quickshifter meine ich jetzt. So, so schnell wollen wir nicht fahren. Ich hab auch Bock. Boah, habt ihr das gehört? Schau mal da, das ist die Schotterkurve. Also ich schätze mal, ich bin maximal 45 Grad schräger gefahren. Bei der Duke geht wahrscheinlich so 55. Bis die Fußraste dann wo aufsetzt. Ja, bisher bockt der Reifen anders. Ja, Wheelies kann ich jetzt leider keine fahren. Ich hätte ultra Bock, aber sehe besser so, wenn ich mal keine fahre. Ich fahre viel zu viele. Okay, Bremse geht auch noch gut. Gut, jetzt werden wir mal ein bisschen nieder anprobieren. Und dann schauen wir uns den Reifen mal in Stand an. Temperaturen habe ich mal gemessen, aber das ist bei diesen 390ern, bei diesen A2-Klasse immer so, dass die an die so 50 Grad ging im Sommer. Oh, jetzt hat der Quickshifter geil gekommen. Das hat sich solide angefühlt. Geil, okay. Also, ich werde da jetzt umdrehen und ich gehe dann am Parkplatz mal zum Reifen und schauen wir das irgendwo an. Holy shit. Oh. Gott. Ui, Memo, der ist jetzt schon fast auf Kante. Wie geil ist und vorne hat er noch einen Zentimeter. Perfekt. Ich habe den perfekten Reifen fürs Motorrad gefunden. Dabei kriegt der Reifen 10 von 10. Weil das ist schon geil. Schau mal. Wenn du schaust hier, versucht es zu croppen und es. Ziemlich warm für eine 390. Von hier bis hier ist so eine Fingerbreite, kleine Finger. Und hinten ist noch so ein Millimeter. Und das habe ich sehr selten erreicht. Und jetzt, es hat sich sehr gut angefühlt. Boah, der biegt und fährt. Man sieht es auch richtig schön, weil die anderen Reifen, wenn man auf die Flanke schaut, ist so, dass die Flanke normalerweise sehr stark nach innen geht. Bei dem hier ist es weniger, so dass sich das so rausbiegt. Weil das Problem ist, der Reifen wird so gefertigt. Und dann zieht ihn die Felge so rein. Wenn ihn die Felge so reinzieht, dann dreht er die Kante so nach unten. Und dann kann man nicht mehr auf der Kante ausfahren, hat außen auch weniger Auflagefläche. Und es ist einfach nicht geil, wenn man das hat. Es ist nicht so schön. Und vor allem blöd ist, wenn es hinten dann so viel Spiel ist und vorne ist auf Kante, weil dann rutscht er auch eher vorne und meldet sich blöd an. Aber das ist slick. Also ich werde das dann nachher weiterfahren. Ich mache jetzt mal ein Päuschen. Und dann schauen wir sich das in Ruhe an. Ja, ja, na passt eh. Eh guter Hinweis. Arsch. So, jetzt fahren wir mal wieder entspannter. Also entspannter, wir werden uns da jetzt noch andere. Also ich eigentlich könnte ich das Video damit schon fast abbrechen, ihr könnt es mir jetzt auch beim Fahren zuschauen gerne. Ich finde es so saugeil, also der Reifen fühlt sich mega. Oder wie ihr gerade gesehen habt, ich werde es nochmal oben im Handy kurz filmen, dass wie sich der abfährt. Ich glaube, ich habe gerade den perfekten Reifen für die 390 gefunden. Für mich zumindest. Braucht keinen Nassgrip, also keinen Wind.
fällt eh nicht so weit. So, ich werde das jetzt kurz mit dem Handy abfilmen, dass ihr eine Idee habt. Also, so schaut das hier aus. Das heißt, so viel wie die Kante, ich habe es jetzt noch nicht ganz provoziert oder so, aber geht es bis daher. Ist noch viel Platz eigentlich. Viel Platz ist schon ziemlich draußen, meine ich. Und hier, ich habe schon eins weiter gedacht, war schon wieder mit dem Reden nach. Hier ist der Spalt ziemlich groß noch oder groß genug, dass man noch eine schöne Spur weiter kann. Und das ist halt, das ist genau, was ich mir erhofft habe. Das ist schon sehr, sehr geil. Also, ich habe damit, da sich der Reifen jetzt so schnell einfahren hat lassen und ich absolut keinen einzigen Moment hatte, wo ich mir dachte, nee, ist nicht so cool. Und ich von der, und vor allem der hinten zuerst auf Kante geht, wie es scheint, gebe ich den Reifen soweit mal legit eine 9, wenn nicht sogar eine 10 von 10. Das ist schon eine echt starke Leistung. Jetzt werde ich ein bisschen mit anüben, ihr könnt es mir noch beim Fahren zuschauen. Das ist so deppert, so schön ist der. Ich meine, ich habe mich jetzt schon relativ weit rausgehängt, im Arsch so. Aber so schön aufs Knie habe ich es mit dem M9 jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Weil der M9 ist jetzt schon ein bisschen alt und abgefahren, muss man auch dazu sagen. Muss man warten, bis der Moment da ist. Fühlt sich viel an, bist du deppert. Und ich fahre halt nur so Kurven aufs Knie, wo ich mir denke, ja, Kurve, also die. Hallo! Wo ich mir denke, ja, die Kurve passt, die gibt's her und sie ist ruhig vor allem. So enge Kurven braucht man mit dem Knie fahren, aber. Der Reifen fühlt sich sau stabil an, überhaupt in ganz hoher Schräglage ist das der erste 110er vorne, der dann noch so eine richtig steile Flanke hat und so schön meldet, so wie es scheint. Schau mal, die Kurve da unten, die rechts, die taugt mir auch sehr. Ich mag eben die Rechtskurven, fragt sie nicht wieso. Schau mal da, Safte. Bei so Bodenwellen stehe ich eigentlich immer auf. Boah, ich bin so gespannt, wie das von hinten ausschaut, ich sag's euch. Aber ja, dieses Rauf-Runterfahren mache ich jetzt nur mehr zum Reifenfahren. Also, jetzt bin ich ein bisschen mal den Reifen gepresst. Ich möchte das Video auch gar nicht so viel in die Länge ziehen. Ich sage jetzt schon mal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schaut sich gerne noch meine anderen Reifenvideos zur 390er an. Also, ich habe sie prinzipiell gemacht. Reifen verhalten sich in unterschiedlichen Dimensionen schon noch anders, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen. Ich sehe die Parallelen zwischen der R6 und diesem Bike vom Reifen her. Sie ist sehr ähnlich, aber Fahrwerke sind ganz unterschiedlich, Dimensionen sind unterschiedlich. Und nur weil der Sportsmart TT draufsteht, heißt das nicht, dass der Reifen als 180er sich gleich anfühlt wie als 150er. Zum Beispiel als 180er ist er so gemacht. Boah, schau wie der Bicken bleibt. Ich weiß schon, wie der Bicken bleibt in der Kurve. Zum Beispiel auf der R6 habe ich den gewählt, weil der als 180er eine sau steile Flanke hat und man mehr Schräglage fahren kann, weil die breiteren Reifen gehen prinzipiell viel schneller auf Kante, weil erstens mal fährst du mehr Schräglage geometrisch bei derselben Schwerpunktschräglage mit breiteren Reifen, wer das versteht. Und andererseits heißt viel wie bei selber Geschwindigkeit fährst du mit einem breiteren Reifen mehr Schräglage. Damit hast du das Problem, bei selber Geschwindigkeit hast du dieselbe Schwerpunktschräglage. Ja?
Und das heißt, bei selber Geschwindigkeit bist du früh auf Kante. Das heißt, wenn du ein bisschen schneller fahren willst, dann ist der Reifen einfach schnell mal am Limit, also auf der Kante. Und der TT, den habe ich für die R6 genommen, um jetzt auf den Punkt, die Reifen sind unterschiedlich, obwohl sie dieselben sind, bei unterschiedlichen Dimensionen und Bikes. Bei der R6 wollte ich den TT haben, weil er steil wird und weil man schön schräg fahren kann. Der war Mörder. Und hier ist es ein bisschen anders. Hier ist es der erste Reifen oder der zweite, sagen wir der zweite, weil der Diablo Rosso 3 war auch so, der auf der Flanke schön auf Kante geht und nicht todesmäßig abfällt. Und das fühle ich sehr. Also das ist eben das Ding mit den Reifen. Also mit denen, dass die unterschiedlich sind, obwohl es die gleichen sind. Und ich muss sagen, wenn der gut hält, werde ich keinen anderen mehr nehmen. Ja, also das, also gut hält von der Laufleistung. Weil vom Bicken her habe ich jetzt schon sau viel Vertrauen. Ich bin mit dem jetzt keine halbe Stunde gefahren. Ne? Also was das Flottfahren angeht. Boah, die jetzt erwischt? Nein, die sind kommen. Bist du deppert, das geht ab? Scheiß Ampel. Von denen darf man sich aber dann auch nicht aus der Bahn bringen lassen. Heftig. Ja, Quickshifter für alle, die den Kanal verfolgen und die schon Abonnenten sind. Der Quickshifter ist so geil auf der 93, ich bin so froh, dass ich den habe. Noch einmal diese Kehre, die ich gerade gefahren bin. Geil, einfach nur geil. Also vermittelt Sicherheit, legt sich schön rein, liegt sehr ruhig, wenn er schräg ist. Sau geil, also ich könnte kein besseres Wort einlegen für den Reifen. Hab schon sehr wenig Takt. Die Kurve fahren wir lieber nicht so am Limit, weil die ist sehr schnell und da überholen Leute, die dumm sind und sowas. Oder Radfahrer werden überholt, ihr kennt es ja. Ich bin auch sehr gespannt jetzt für alle Abonnenten, die schon die meine Videos schon kennen und schauen, wie einfach meine Körperhaltung von da hinten aussieht und wie generell die Fahrer ausschaut, weil so sehe ich sehr selten. Und ich bin einfach gespannt, weil dann kann ich auch selber meinen Körperhaltung und so arbeiten. Und ich hoffe, das freue ich mich eigentlich richtig. Akku scheint auch ganz okay zu halten von der GoPro. Also ich bin dabei zufrieden. Nur keine Wheelies fahren, ich so nicht fahren, aber gut, das ist halt nun mal ein Kompromiss. Boah, das war jetzt schon geil, aber ich bin mit dem Oberkörper gerade noch ein bisschen oben. Also das kann auch alles ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, aber das ist eher eins nach anderem. Ich habe schon lange kein gescheites Knee-Down mehr fahren. Bin das nicht mehr gescheit gefahren und so längeres. Oh, der Quickshifter schiebt, hört sich das an. Die Bremse bremst, die ankert, wie man so schön sagt. Ich glaube, jetzt bin ich jetzt ziemlich auf Limit gefahren. Jetzt hat er sich ein bisschen angemeldet. Hat so ein bisschen zappelig war. Aber saugeil. Man muss halt auch, um euch ein bisschen Perspektive zu geben, sagen, dass diese Straße wirklich einen wilden Asphalt hat. Also der ist unfassbar gut. Hallo. Und dementsprechend kann man ganz gut darauf einfahren und ein bisschen testen und sowas. Immer schauen, dass man nicht überholt wird auch. Das Fahrschulfahren ist nicht so falsch, wie man denken möge. Auch wenn man teilweise ein bisschen Bullshit lernt. Hiermit beende ich das Video, aber schauen wir den Reifen nochmal an. Vorne sind noch 3 mm Platz, wenn nicht sogar 4. Und hinten einer rechts zumindest, wo ich lieber fahre. Und links 1-2. Also das ist perfekt, weil man, das heißt, er hat noch ein bisschen Spaß zum Fahren. Und mega. Das ist mega. Ja genau, ich habe gerade Reifen eingefahren. Der TT ist sau geil. Das ist der geilste Reifen, Digga. Ja, kein Stress, ich warte da entspannt, ja? Bis dann. Tschüss. Also ja, ihr habt gerade gehört, was ich zu meinem Freund gesagt habe. Also mein Reifenmann, Nico der Reifenmann, der Michelin-Man.
Der taugt mir bisher echt am meisten soweit. Aber ich meine, so viel bin ich nicht gefahren. Gut, das ist zu dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, man sieht sich demnächst. Ich werde jetzt noch ein Röntchen fahren und den Nachmittagabend genießen. Und ich wünsche euch alle noch eine weiterhin eine sehr gute Saison und passt alle auf. Und ja, das ist definitiv eine Kaufempfehlung. Also der Reifen ist geil. Ja, wild. Okay. Und bis bald dementsprechend. Dann haust du rein.